etwas, was nur starke Menschen können. Und zwar ist es, sich Dinge einzugestehen, dass sie Fehler machen. Viele Schwächlinge spielen gerne die Opferrolle und entschuldigen sich nicht, wenn sie etwas Falsches tun. Sie spielen das Opfer. Ja, sorry, wenn ich so bin. Ich bin so, wie ich bin. Und was weiß ich für ein Bullshit. Wenn du das vielleicht kennst, ich habe es schon mal gesagt, Leute sind fake. Und ich stehe dazu komplett, was ich sage. Leute sind fake. Und es gehört dazu, dass, wenn man einen Fehler macht, dass man sich entschuldigt. Viele haben das in jungen Jahren nie gelernt. Vielleicht bist du ein Einzelkind, musstest das nie, oder deine Eltern haben es dir nicht beigebracht, oder du hast ein zu großes Ego dafür. Ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, mich zu entschuldigen für etwas, was ich nicht richtig getan habe, nicht richtig gesagt habe, was auch immer, und habe mich immer schon entschuldigt. Nur irgendwann habe ich auch mal gelernt, schon als Kind, dass Menschen sich einfach nicht entschuldigen. Und ich habe mich immer schon gefragt, an was hängt das? Die meisten sind einfach nicht bereit. Das englische Wort heißt Accountability. Mir fällt es gerade nicht ein. Für Dinge einfach gerade zu stehen, einzustehen. Wirklich selbst zu akzeptieren, dass man einen Fehler gemacht hat. Was machen diese Menschen? Sie spielen das Opfer. Und sagen die dann sogar noch so, ja, es ist ja weil das und das, und geben dir Gründe, anstatt sich einfach einzugestehen, okay, ich habe diesen Fehler gemacht. Und was ist so schlimm daran? Menschen machen Fehler. Ich sage jedes Mal, ich bin nicht perfekt, ich mache Fehler, ich lerne dazu, bla bla bla. Und das ist keine Entschuldigung, ich sage so, wie es ist. Ich sage so, wie es ist. Aber Menschen geben dir diese falschen Entschuldigungen in dem Sinne, ja, ich bin ja nicht perfekt und das ist ja weil dies und das ist ja weil das, und sagen nur Gründe, warum sie sich nicht entschuldigen müssen. So, und das ist einfach nicht aufrichtig, das ist nicht für Dinge gerade stehen, das ist einfach immer das Opfer spielen. Und wenn du so durchs Leben gehst, sorry mein Freund, aber so wirst du nicht an dein bestes Ich gelangen, wenn du dir selbst nicht eingestehst, okay, es gibt Dinge, die ich überwältigen muss. Ich komme nicht vom Rauchen weg, weil das und das. Das ist gelogen. Das ist einfach nur alles Kopfsache. Ich habe auch eine Zeit lang Zigaretten geraucht, bis ich gemerkt habe, das ist absolute Geldverschwendung, Bullshit, schmeckt nicht, stinkt, ist scheiße, habe ich aufgehört. Ich habe mit dem Kiffen aufgehört, ich habe mit Masturbation aufgehört. Du kannst alles schaffen in der Welt, wenn du dir selbst eingestehst, ich habe das Problem. Ich bin das Problem. Ich habe dieses Problem. Ich habe jenes Problem. Aber wenn du ständig als Opfer durch die Welt gehst, immer diese Opferkarte spielst, du machst etwas falsch, ja, und sagst aber nicht, dass du etwas falsch gemacht hast. Du sagst dann nur, ja, ich habe das ja jetzt falsch gemacht, weil ich wusste es ja nicht besser und ich bin ja nur ein Mensch und Menschen sind nun mal so, wie sie sind und wir sind nicht perfekt und das heißt, ich werde öfters noch Fehler machen. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Immer diese ewig langen Diskussionen und Gründenennungen, warum man etwas falsch machen darf, anstatt sich einzugestehen, okay, ich habe was falsch gemacht. Es tut mir leid. Was ist daran so schwer, verdammt? Was ist daran so schwer, sich einzugestehen, ich habe etwas falsch gemacht. Gestehe dir die Scheiße mal ein und du wirst dich besser fühlen, anstatt die ganze Zeit diese Drecksopferrolle zu spielen und die ganze Zeit nur, wie soll ich das sagen, nur dadurch vielleicht Anerkennung zu suchen oder Mitleid oder Selbstmitleid dir aufzubauen, weil nichts anderes als das kriegst du, wenn du ständig diese Opferrolle spielst. Du wirst dann Menschen haben, die dir dann sagen so, ja, du Armer, du hast ja recht, wir sind ja alles Menschen, sei nicht so hart zu dir. Jedes Mal, wenn ich das höre, sei nicht so hart zu dir. Jedes Mal, wenn ich diese Bullshit-Scheiße höre, du musst hart zu dir sein. Immer diese weichen Menschen, wenn man die ganze Zeit so weich durchs Leben geht, ja, ohne dich jetzt anzugreifen. Und ich weiß, ihr meint es gut. Ich weiß, ihr meint es gut, aber ich will es nicht hören. Ich will das hier auf dem Channel nicht hören. So. Und ich reg mich jetzt nicht auf oder sonst irgendwas, auch wenn ich ein bisschen aggressiver rede.
Das ist einfach nur Passion, weil es ist Bullshit, zu sich zu sagen, so irgendwie, ja, sei nicht so hart, so, ich darf nicht so hart zu mir sein. Das erlaubt dir nur noch mehr, du triggerst dich nur noch mehr damit, Fehler zu machen. Ja, es ist ja okay, ich darf ja Fehler machen, ich bin ja nur ein Mensch. Das ist größte Bullshit. Das ist der allergrößte Bullshit. Und ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Jedes Mal, schon als Kind, wenn mir jemand gesagt hat, ja, sei nicht so hart zu dir, wenn ich einen Fehler gemacht habe und es war mein Fehler und ich hätte es besser machen können oder besser wissen sollen, war ich hart zu mir und habe daran gearbeitet, es nicht mehr zu tun, weil ich alles ernst nehme. Ich nehme mein Leben ernst und ich nehme Situationen ernst, genauso wie ich Menschen ernst nehme und alles ernst nehme. Deswegen und das Gleiche rate ich dir, nimm es ernst. Dein Leben, Menschen, alles. Und gib nicht immer diese lahmen Entschuldigungen, warum du Fehler machen darfst und dass man Menschen nicht verurteilen darf, weil jeder macht ja Fehler und Menschen sind so, wie sie sind. Das ist Bullshit. Viele sind in dieser Opferrolle und haben nie gelernt, sich zu verändern und wollen sich einfach nicht verändern und geben diese lahmen Entschuldigungen, warum sie sich nicht verändern, anstatt mal Accountability, wirklich aufrichtige, mir fällt das Scheißwort nicht ein, das scheiß deutsche Wort dafür, dafür einzustehen. Ich nenne es jetzt einfach mal einstehen, ich glaube, das heißt auch sogar so. Dafür gerade zu stehen, einzustehen, sich selbst zu sagen, okay, ich habe diesen Fehler gemacht und das wird mich jetzt besser machen. Weil solange du in dieser Opferrolle hängen bleibst, wirst du immer gleich bleiben. Und ich nehme dich nicht ernst, sobald du sagst, ja, wir sind ja nur Menschen und wir machen Fehler und das ist alles keine Entschuldigung. Natürlich macht man als Mensch Fehler und Fehler machen gehört dazu und das sage ich auch in vielen Videos. Nur wenn du ständig dieselben Fehler machst, heißt es, du bist einfach nur dumm. Heißt es, du bist einfach nur ignorant. Heißt es, du bist einfach nur unbelehrbar. Unbelehrbar. Und dann hierher zu kommen und zu sagen, so irgendwie, ja, man darf Leute nicht verurteilen und man darf nicht so hart zu sich sein, zu anderen sein, das ist der allergrößte Bullshit. Das ist der allergrößte Bullshit, weil das erlaubt dir nur noch mehr Menschen in dein Leben zu ziehen, Situationen in dein Leben zu ziehen, die dich verletzen werden, die dich schlechter machen werden, die dich aufhalten werden. Weil du nie gelernt hast, aus Erfahrungen, Situationen und Fehlern zu lernen, weil du dir selbst nicht eingestehst, dass das, was du getan hast, nicht richtig war. Und anstatt diese lahmen Entschuldigungen abzugeben, warum du es tun darfst, warum Fehler machen in Ordnung ist. Ich sage jedes Mal, Fehler machen ist in Ordnung, aber ich sage nicht, den Fehler immer und immer und immer und immer und immer wieder tun und das zu akzeptieren, auch von anderen Menschen, die dir beispielsweise immer dieselbe Scheiße antun. Und du sagst, ja, ich darf nicht, weil ich mache jetzt dieses Beispiel. Du hast einen Mensch, der verletzt dich immer und immer wieder. Und du sagst, ja, ich darf den nicht verurteilen, weil, was ich auch hier lese, ich glaube an das Gute in den Menschen. Okay, wenn jemand kommt und sticht mir das Messer an den Rücken, im bildlichen Sinne, jedes Mal, willst du dann immer noch an das Gute in ihm glauben oder willst du dann endlich die Augen aufmachen und sagen, fuck, der sticht mir mit dem Messer in den Rücken und das tut fucking weh und das hält mich auf? Oder willst du sagen, ja, der geht bestimmt ja auch durch was und wir sind ja alles nur Menschen und der hat ja auch seine Dämonen und das hat dich nicht zu interessieren. Lern draus. Anstatt die ganze Zeit es zu akzeptieren, Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Ich akzeptiere niemanden so, wie er ist, wenn er nicht bereit ist, an sich zu arbeiten, wenn er nicht eine respektvolle Person ist. Wenn er respektlos ist, was soll ich an dem respektieren? Warum soll ich den so nehmen, wie er ist? Wenn er mich nicht so nimmt, wie ich bin, ich arbeite an mir. Und wenn dann eine Person kommt, um es jetzt irgendwie klar und deutlich zu sagen, wenn jetzt eine Person kommt und ist komplett respektlos, ist komplett kompromisslos, ist komplett ausfallend und beleidigt mich oder sonst irgendwas, warum soll ich die Person so nehmen, wie sie ist, wie viele hier so schreiben. Und wie gesagt, das ist nicht irgendwie ein Video, ich reg mich auf. Ich sage einfach nur so, wie es ist. Wenn du dein bestes Ich
erreichen willst, musst du dir selbst Fehler eingestehen und darfst nicht in dieser fucking Opferrolle sein. Diese ganzen Opfers, die immer sagen, ja, wir sind alles Menschen und bla bla bla. So wirst du niemals aus deinen Fehlern lernen. So wirst du niemals weiter vorankommen im Leben. Wenn du nicht endlich abschließt mit dem, was du falsch getan hast, daraus lernst und weitergehst. Das heißt, jedes Mal, wenn du etwas falsch tust, jemanden etwas Falsches antust, entschuldige dich dafür, du wirst dich besser fühlen, anstatt zu ihm hinzugehen, ja, das ist halt auch jetzt egal, ob du es mir antust, ob du es deinem Nachbar, deiner Freundin, deinem Freund, deiner Mutter, deinem Vater antust, geh hin, entschuldige dich, sei ein besserer Mensch. Du wirst dich besser fühlen, anstatt hinzugehen und nur eine lahme Entschuldigung abzugeben, warum du es gerade tun konntest, weil du hattest ja einen schlechten Tag und das gibt dir das Recht, schlecht zu sein, weil du ja nur ein Mensch bist. Und nein, komm mit deinen Emotionen klar, komm mit deinen Fehlern klar, anstatt die ganze Zeit dieses fucking Opfer zu sein. Aber wie gesagt, es liegt an jedem selbst, es zu erkennen, okay, ich habe jetzt etwas nicht richtig gemacht. Ich habe einer Person irgendwie geschadet, was auch immer. Das Problem ist, dafür gerade stehen, einstehen, sich das selbst eingestehen und dann weitermachen, anstatt daran festzuhalten, dass du im Recht bist, weil du ja ein Opfer bist, weil du in dieser Opferrolle steckst und dich für nichts als schuldig bekennst. Was viele Menschen einfach machen, das ist der einfache Weg. Sich für nichts schuldig bekennen, ich mache nie einen Fehler, das ist dein fucking Ego. Und für alle, die sagen, ich habe ein Ego, ich habe irgendwie ein Stolzproblem, ich habe einen gewissen Stolz und ich darf auch Stolz haben. Ja, aber das heißt nicht, dass ich ein Problem mit Stolz habe. Ich habe ein Problem mit falschen Menschen. Ich habe ein Problem mit Menschen, die sich keine Fehler eingestehen können. Ich habe ein Problem mit unaufrichtigen Menschen, die hierher kommen, einmal so sind, am anderen Tag so sind. Es ist, wie gesagt, etwas, wenn dir ein Video nicht gefällt, eine konstruktive Kritik abgeben oder beleidigend zu sein. Und dafür nicht gerade zu stehen und dann irgendwie eine lahme Entschuldigung, ja, ich habe ja auch nur meine Meinung, das ist eine lahme Entschuldigung. Anstatt zu erkennen, du hast einen Fehler gemacht. Jedes Mal, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder mache, gehe ich hin und sage, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Und ihr habt es selbst gehört, ich habe selbst gesagt, es war nicht richtig von mir, diese negativen Videos zu machen. Und ich werde jetzt mein Bestes geben, weitere, bessere Videos zu machen. Und dieses Video finde ich jetzt auch wichtig, weil ich einfach dich aufschütteln und aufwecken will, dass diese Opferrolle dir nichts bringt. Auch wenn ich jetzt Opfer und dies und das sage und sich das sehr aggressiv anhört, sich sehr feindlich anhört. Ich meine das mit aller Liebe, weil so viele haben damit ein Problem. Sie haben nie gelernt, wirklich sich Fehler einzugestehen. Und deswegen bleiben sie immer gleich. Deswegen lernen sie nie. Deswegen kommen sie nie weiter voran. Und ich habe es sehr oft erlebt. Ich bin ein Mensch, wie gesagt, ich habe es jetzt schon öfters gesagt, ich mache einen Fehler, ich lerne daraus, ich entschuldige mich, was auch immer nötig ist, um besser zu werden. Dann gibt es viele, die spielen diese Opferrolle. Und was ist mit diesen Menschen? 10 Jahre, 20 Jahre, die bleiben immer gleich. Ich kenne diese Leute, seit ich im Kindergarten bin, die sind bis heute noch gleich. Wo ich mich schon seit über 20 Jahren verändert habe, jeden Tag. Diese Menschen bleiben immer gleich. Und willst du so ein Mensch sein? Du willst mit 40 noch so sein, wie du mit 20 warst. Du hast 20 Jahre deines Lebens vergeudet. Und wenn du irgendwelche Süchte hast, wenn du irgendwelche Probleme hast, gesteh dir die Scheiße ein und komm darüber hinweg. Du kannst alles schaffen, was du willst. Aber hör auf, mich anzulügen und dich selbst anzulügen, dass das zu schwer ist, dies zu schwer. Das ist alles diese fucking Opferrolle. Ah, ich komme nicht davon weg, ich schaffe dies nicht, ich schaffe das nicht. So wirst du niemals was schaffen. Und dann bist du auch nicht der Richtige für diesen Channel hier, wenn du dieses Mindset hast. Ich will nur, dass du jetzt endlich verstehst, dass dir es im Leben nichts bringt, lahme Entschuldigungen abzugeben, um dein Verhalten zu entschuldigen, anstatt für dein Verhalten gerade zu stehen. Eine lahme Entschuldigung wird dich nirgendwo hinführen. Eine lahme Entschuldigung zeigt nur, was ein Weichei du bist.
ohne dich jetzt anzugreifen, ohne jetzt irgendwie feindlich oder wütend oder sonst irgendwas zu sein. Nein, ich meine es nur ernst und ich meine es nur gut. Eine lahme Entschuldigung bringt dich nirgendwo hin. Das sagt dir auch dein Chef. Der will auch nicht hören, auch wenn jetzt viele hier sagen, ja, es gibt narzisstische Chefs und die interessiert es eh nicht. Ich sage nur es als Beispiel. Den interessiert nicht deine lahme Entschuldigung, warum du gerade diesen Fehler gemacht hast und warum der passiert ist und dass dies war und das war und jenes war. Den interessiert nur, du hast den Fehler gemacht. Und entweder stehst du jetzt dafür gerade oder du verlierst deinen Job oder sonst irgendwas, weiß ich, was passiert. Ja. Aber wenn du dann sagst, okay, Chef, ich habe diesen Fehler gemacht, ich werde mein Bestes tun, dann kann er dir verzeihen. Beispielsweise, auch wenn jetzt viele hier sagen, nein, es gibt diese Chefs. Ich mache nur ein Beispiel. Nur ein Beispiel. Ja, wenn ich dein Chef wäre, du kommst zu mir, ich sehe, du kannst diese Maschine nicht bedienen, du hast irgendeinen Fehler gemacht, du hast einen Knopf falsch gedrückt, da komme ich zu dir, aber ey, warum hast du diesen Fehler gemacht? Wenn du zu mir kommst und sagst, ja, die Maschine ist dran schuld und ich bin ja auch nur ein Mensch und ich mache ja auch nur Fehler, ich kann ja auch nichts dafür, denke ich mir, was ist das für ein Lappen? Wenn dann aber jemand kommt und sagt, ja, ich habe es gemerkt, ich habe einen Knopf falsch gedrückt, ich habe es jetzt aber gelernt, jetzt weiß ich, wie es richtig geht. Das ist ein aufrichtiger Mensch. Das ist ein gerader Mensch. Den Mensch kann ich ernst nehmen, weil ich weiß, der wird versuchen, diesen Fehler nicht mehr zu machen. Der andere ist in der Opferrolle. Der sieht nur, der ist dran schuld, der ist dran schuld, der ist dran schuld, aber ich nicht, Hauptsache ich nicht. Das ist Bullshit. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest was lernen. Sei authentisch. Peace fucking out.